Guten Morgen, neuer Tag. Der Tag beginnt von vorne. Hier auf 7 Days to D. Und ja, heute Nacht war Besuch da. Ich hatte ein bisschen eingeschmolzen und mir eine Picke hergestellt. Und über diesen Krach hatte ich Besuch. So, der Tag beginnt jetzt gerade. Ich suche gerade die Tür. Draußen wird nur hell. Leider so ein bisschen dunkel. Ich weiß nicht genau, es war böse Geräusche. Gut, erstmal nicht zu sehen. Ich habe noch Hunger. Hat einen Durchfall. Ja. Die Werden war wohl nicht mehr gut, keine Ahnung. Dann suche ich den Rest im Keller. Das ist typisch in diesem Haus. Ein bisschen, naja, dunkel, echt schlecht zu sehen, ne? Wir haben Kleber hergestellt. Wir haben eine Picke hergestellt. Das heißt, jetzt können wir intensiv Rohstoff abbauen. Ein bisschen Datteln habe ich auch angefangen jedenfalls. Mann, ist das dunkel, ich sehe nichts. Wer macht auch das Feuer aus, ne? So, gut. Wir nehmen mal ein Glas Honig. Für später, ne? Noch Reserve. Leder. Ja. Könnte Maiskolben essen. Oh. Minus, minus. Immer Papier rüber. Kühler. Eier könnt ihr mir kochen. Mit, ich könnte mir Eier kochen. Junge. Junge, Eier. Wasser gehen wir auch hoch hier. Das Brot heben wir auf für den Fall des Falles. Kohle rüber. Lampe. Das soll so eine Schusserlange sein. Baumwolle. Dann kochen wir mal Eier. Möge mir das munden, ne? Hoffentlich. Tue mir auch nicht weiter vergiften, ne? Eier kommen zu alt waren. Das ist gut. Pick ist gut. Hatte ich einen Punkt genommen zum Lernen. Und jetzt schaue ich mal, ob wir jetzt die Eier fertig kriegen. Picke, Emulsion, Kaffee. Oder können wir eigentlich hier lassen. Ja, heißt lernen, der nächste Punkt, ich weiß noch nicht genau. Ich mache halt immer so, was ich machen will. Ja, da geht um. Weiß ich, wenn ich was machen will, was ich noch nicht kann. Jagdmesser. Gehe ich auf diese und kann entsprechend lernen. Natürlich brauche ich hier Punkte. So komme ich einigermaßen zurecht mit den Englischen, was ich ja so nicht kann. Wir haben Eier. Naja. Drei, genau genommen. Können wir speisen. Heute Nacht war Durchfall und das war. Man merkt ja nichts, aber man stellt fest, oh, der Körper schwächelt. Schauen wir nach, ob wir jetzt unsere Werte besser sind. Nahrung erholt sich, die Ausdauer auch. Wasser haben wir auch genug. Und jetzt werden wir mal sehen, dass wir das nächste Haus uns vornehmen. Und zwar dachte ich mir, das Haus gegenüber,
was wir gestern gemacht haben. Vielleicht finden wir da ein bisschen Munition und andere brauchbaren Gegenstände. Vielleicht auch ein bisschen ein paar Bücher zum Lernen. Machen wir lieber zu. Jetzt schauen wir hier rum. Einer hat ja hier böse Krach gemacht. Ihr wollt ja nicht rausgehen im Dunkeln. Weil, wenn man nichts sieht, ist man wie blöd da, ne? Ich wollte um Haus noch einen Graben ziehen. Das hält die doch ein bisschen auf. Irgendwo hat die randaliert. Und das kann ich nicht sehen. Und ich will jetzt nachher die Mine errichten. Einmal zu Kohle und zu Eisen. Eisen war da um die Ecke. Ich habe es da schon mal gegraben, aber leider verkehrte Richtung. Laufen mal schnell zum Haus. Schön, ne? Unser Allee steht. Naja, Nutzeffekt. Wir haben vom Haus Holz und wir müssen nicht weit laufen. Das Haus rechts wollte ich rein. Links fahren wir eigentlich fast durch. Der Turm muss noch zu machen, aber da sind glaube ich nicht viel zu holen. Wir gehen mal ins Haus. Denn ich brauche ja Munition. So. Karls Korn, ne? Oder Bobs Bars oder keine Ahnung. Schauen wir mal einen Weg rein. Garantiert. Oh, das ist oh ein Käfig. Sind die Köter? Kann ich speichern? Versuchskäfig. Offen. Karree. Nicht schlimmes. Keller. Im Keller können wir reingehen. Im Keller ist aber nicht gut. Der ist eingesperrt. Der nicht. Eine Sau, ja, die verhalten sich eigentlich ruhig, solange man nicht sie stört, ne? Zuerst, bevor wir hier um die Leute innen drin kommen, ne? Zu viel Schuss gebraucht. Ich brauche irgendwie einen Zugang zum Haus. Aber das ist nicht so einfach. Im Grunde durch den Keller wäre eigentlich sinnvoll. Oh, fertig.
Eben hier rein, ne? Keller machen wir später. Machen wir dazu. Oh, wie kann man hier suchen? Lass uns mal nachmachen. Oh, hier haben sie Experimente gemacht. Hier können wir schon einiges rausholen. Ja, was haben die gemacht, ne? Baumwolle. Ich denke hier sonst was. Ach, eine Spritze. Oh, ein Messbecher! Ich weiß noch. Das haben die anderen Ewigkeit gesucht. Und ich finde schon zweite hier. Honig. Dosen. Mal schauen, was hinter ist. Nix. Leer. Dann schauen wir weiter. Noch was. Gitarre. Couch. Ja. Das Bett. Oh, hier geht's nach oben. Oh, Mission. Geladen. Aber ich muss noch Munition haben. Ich bin nicht alleine. Komm raus. Ah!
Und das war mal Tür aber durcharbeiten, ne? Das wäre genau richtig für den Bau, oder? Die wird durchracken ohne Ende. Also wir brauchen dringend Munition, ne? Super Anblick. Noch mehr Experimente. Das hängt zusammen. Das können wir schön nachher demontieren. Das hört sich nicht gut an. Irgendeiner zerlegt die ganze Hütte hier. Wir werden ja alle Ruhe durch die Suche nachher, wenn diese Geräusche aufhören hier. Ein Säckchen da gelassen. Wie nett. Ja, Munition und Pistole Nummer 4. Das haben wir gebraucht. Vor allem Munition. Ich weiß zwar nicht genau warum, aber ist doch ein bisschen besser, denke ich mal. Ne? Und Antibiotika. Die wäre eher reparaturbedürftig gewesen, also jetzt können wir oben ein bisschen durchschauen. Auch nicht schlecht. Hier kann man hier einen Maiskolben holen. Das muss ich auch noch lernen, dass ich im Prinzip die Maiskolben kochen kann. So wäre das. Jetzt können wir unsere Pickel mal testen. Die wir nun gefunden haben. Gebaut haben. Gut, die waren schon mal gewesen. Eine Mütze.
Nachladen auch, sicherlich. Nicht verkehrt. Na, nichts dahinter. Können wir schön demontieren, da haben wir bestimmt noch einiges zu holen hier. Nichts versteckt. In den Paletten könnte was sein, aber das wäre aktuell zu viel Arbeit. Zumal ich keine Schaufel habe. Mit einer guten Schaufel kann man was erreichen, ne? Hier haben wir schon geschaut. Hier geht es um Keller. Dann muss im Keller gehen, ne? Gibt es einen Mischer? Hier ist ein Licht. Oh, böse Scheiße. Was haben die hier gemacht? Böse Experimente. Ohohoho. Ich befürchte, dass wir nicht alleine sind. Das ist meine größte Sorge. Blutkonserven und Leute, das wird spannend. Oh, shit. Spannend ist gut. Das ist Shit. Seid nur Shit. Und ich habe keine gute Waffe, die dafür geeignet wäre. Ach, hier meine. Oh, ja, genau. Die kann ich mal nehmen. Die hat nämlich schönen Bums hinterher. Oh, das ist scheiße, jetzt ist es gefährlich. Wo bin ich hier nur hingeraten hier? Das Vieh. Oh. Muss ich mich da gerade durchbrechen? Brauche eine Position, wo ich mir sicher sein kann. Gibt es aber hier nicht. Lässt er mich in Ruhe? Sonst haben wir ein Problem. Den würde ich ja von oben killen. Besser. Gewehr, Munition, Schlagring.
Hier haben die gehaust. Ich bin überladen. Also das Monster da unten ist gewaltig, ne? Ah. Ja. Den haben sie, glaube ich, schon, aber das mitzunehmen. Honig, ja. Also ich bin Mett überladen. Das heißt, wir gehen mal zurück. So, gut, dass ich meine Picke habe. Sonst hätte ich mit der Axt Ewigkeiten geraucht. Das ist der Käfig. Leute, das soll es für heute gewesen sein. Den Rest schauen wir uns später an. Wir machen gleich weiter. Uhrzeit 9 Uhr. Dann kurze Unterbrechung und dann geht's gleich weiter. Tschüss.